Nächster Redner in unserer Debatte ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen unser Kollege Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kolb hat gerade gesagt, dass wir hier regelmäßig über sozialpolitische Themen diskutieren. Das ist richtig. Das Problem ist aber nur, dass das immer nur auf Initiative der Opposition passiert und man den Eindruck hat, dass im Ministerium gar nichts mehr gemacht wird und auch von den Regierungsfraktionen da überhaupt nichts mehr kommt. Also wenn hier mal diskutiert, letzte was hier gewesen ist, sozialpolitisch, war die landwirtschaftliche Sozialversicherung, aber das war vor allen Dingen eine Initiative von den Agrarpolitikerinnen und Agrarpolitikern. Da hat das Arbeitsministerium auch relativ wenig Anteil dran gehabt. Also insbesondere zum Thema Altersarmut kam da in den letzten Monaten nichts, aber überhaupt nichts mehr. Und es ist sehr einfach, über den zugegebenermaßen nicht sehr guten Antrag der Linken herzuziehen. Aber weder von den Regierungsfraktionen gab es jetzt irgendeine Alternative. Aber ich muss auch sagen, auch von der SPD kam außer heißer Luft an Alternative überhaupt nichts. Was man auch noch sagen kann, auch im Widerspruch zu Herrn Kolb, Sie haben gesagt, Altersarmut wäre heutzutage kein Problem. Das stimmt nicht, überhaupt nicht, sondern es ist mittlerweile höchste Eisenbahn, dass wir da was tun. Denn es ist lange Zeit ist es gelungen, dass das Einkommen der älteren Bevölkerung nicht oder nur kaum unter dem Einkommen der Jüngeren lag. Das hat sich aber mittlerweile geändert. Noch 2003, also als unter rot-grüner Regierungszeit, hatten die über 65-Jährigen in Westdeutschland ein Einkommen immerhin von 98% des Durchschnittseinkommens und in Ostdeutschland von 95%. 2008 waren es im Westen nur noch 95%, schon 3% weniger. Und im Osten ging der Wert sogar auf 87% zurück. Was auch noch mal deutlich macht, dass insbesondere in Ostdeutschland da was zu tun ist. Und was halt auch bemerkenswert ist, der Zahlbetrag der Zugangsrenten ist seit 2000 auf 2010 real um sage und schreibe 16,6% gesunken. Das heißt, zeigt, welche Entwicklung wir da in Zukunft vor uns haben. Und auch die Altersarmut steigt bereits an. Auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008 liegt die Armutsrisikoquote der Älteren mittlerweile wieder über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Bei anderen Studien ist das so knapp unter dem Durchschnitt, aber man kann nicht mehr behaupten, dass Altersarmut in Deutschland kein Problem mehr ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Altersarmutswelle rollt und zwar schon jetzt auf uns zu und wird sich in den nächsten Jahren noch erheblich beschleunigen. Deswegen ist es dringend an der Zeit, etwas gegen Altersarmut zu tun. Aber es geht nicht nur um Altersarmut. Die Menschen zahlen fast ein Fünftel ihres Einkommens in die Rentenversicherung an Beiträgen. Und wenn sie das Gefühl haben, dass dann die Rente am Ende nicht einmal reicht, um Grundsicherungsbezug zu vermeiden, bekommen wir ein ernsthaftes ökonomisches Problem. Wir müssen deswegen als Politik gewährleisten, dass die Menschen für ihre Beiträge auch eine Gegenleistung erhalten. Das heißt erstens, zumindest wer lange eingezahlt hat, muss eine Rente über dem Grundsicherungsniveau erhalten. Und das heißt zweitens, wer mehr einzahlt, muss auch eine höhere Rente bekommen. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Legitimität und Akzeptanz der gesetzlichen Rentenversicherung aus sozialpolitischen und auch aus ökonomischen Gründen. Und was macht die Regierung? Vor einem Jahr sollte es eine Kommission zum Thema Altersarmut geben. Beginn angedacht war April 2011. Das wurde dann erstmal auf den Herbst verschoben. Dann gab es diesen sogenannten Regierungsdialog Rente, den manche der Beteiligten allerdings eher als Regierungsmonolog empfunden haben. Ganz am Anfang gab es da mal drei Vorschläge von der Bundesregierung und dann gab es bis Ende des letzten Jahres Gespräche weitgehend hinter verschlossenen Türen. Aber seit Anfang dieses Jahres Schweigen im Walde. Nichts mehr, überhaupt nichts. Wir haben da im Ausschuss diverse Male nachgefragt und haben keine Antwort bekommen, was denn da jetzt weiter diskutiert wird, was geplant wird. Der Herr Brauksiepe, Staatssekretär, hat immer gesagt, er kann dazu nichts sagen. Das gibt da Gespräche mit wem auch immer zwischen den Regierungsfraktionen, zwischen den Ministerien. Der Finanzminister hat da wohl auch ein Wörtchen mitzureden. Aber es ist alles nicht öffentlich. Aber wir brauchen endlich eine öffentliche Debatte, wie wir die Rente armutsfest machen. Frau Ministerin, ich fordere Sie auf, sagen Sie endlich mal der Öffentlichkeit, was Sie denn gegen Altersarmut machen wollen und brechen Sie Ihr Schweigen und sagen Sie doch mal der Öffentlichkeit, was denn jetzt aus der Zuschussrente wird. Kommt die, wie Sie das vorgeschlagen haben, oder kommt die gar nicht? Machen Sie was ganz anderes?
Wir hören dazu nichts. Es ist aber wichtig, dass da endlich was passiert. Ich finde, was die Bundesregierung da treibt, ist ein echtes Armutszeugnis. Aber nun zum Antrag der Linken. Darum geht es ja heute in der Debatte vor allen Dingen, die immerhin einen Vorschlag vorlegen, wenn auch einen schlechten. Aber zunächst das Positive. Die Linke hat erkannt, dass man an mehreren Stellen ansetzen muss. Wir brauchen nämlich auch präventive Maßnahmen, etwas, was bei dem Regierungsdialog völlig fehlt, um dafür zu sorgen, dass möglichst im Vorhinein eine eigene ausreichende Rente aufgebaut wird. Und andererseits brauchen wir im Nachhinein so etwas wie ein Mindestniveau in der Rente, falls diese präventiven Maßnahmen nicht ausreichen. Soweit ganz gut gemeint, allerdings sind die Vorschläge im Einzelnen sehr schlecht. Ich kann auf die Vielzahl der Kritikpunkte gar nicht eingehen, weil das meine Redezeit sprengen würde. Deswegen würde ich mich auf die sogenannte Mindestrente konzentrieren. So genannt, weil es sich dabei überhaupt nicht um eine Mindestrente handelt, weil es gibt eine umfassende Einkommens- und Vermögensprüfung, wie bei der jetzigen Grundsicherung. Auch noch viele andere Kriterien, die Frau Ferner hat da vorhin schon darauf hingewiesen. Und damit ist das nichts weiter als eine zweite Grundsicherung, bei der dann die Rentenversicherung die Rolle des Sozialamts übernimmt. Und damit hat das auch Frau Ferner überhaupt nichts, aber auch gar nichts mit so etwas wie einem bedingungslosen Grundeinkommen zu tun, sondern es ist nichts anderes als eine Grundsicherung Deluxe. Und damit wird ein wesentliches Ziel von so einem Mindestniveau in der Rente verfehlt, nämlich den Grundsicherungsbezug zu verhindern. Bei Ihnen landen noch viel mehr Menschen in so etwas wie einer Grundsicherung und fühlen sich dann möglicherweise noch stigmatisiert oder es entsteht verdeckte Armut. Diese Frau Schäfer, die Sie angesprochen haben, muss dann erstmal zur Rentenversicherung da diese solidarische Mindestrente beantragen und dann muss sie entweder zum Wohngeldamt oder noch zum Grundsicherungsamt, um dann noch eine Grundsicherung zu beantragen, weil nach Ihrem Konzept von der Grundsicherung liegt das Niveau eigentlich höher über 900 Euro bei durchschnittlichen Wohnkosten. Das passt alles überhaupt nicht zusammen und macht überhaupt keinen Sinn, diese doppelte Grundsicherung, sondern ist ein völliger Unsinn. Allerdings ist die Linke da gar nicht so weit von der Zuschussrente, zumindest mal auf dem ursprünglichen Vorschlag der Ministerin, entfernt. Die soll nämlich auch bedürftigkeitsgeprüft sein. Und deswegen ist da gar nicht so ganz klar, ist denn diese Zuschussrente nur eine Fürsorgeleistung oder ist das eine Versicherungsleistung in der Rente. Das ist also falsch. Das ist aber nicht der einzige Fehler, den auf beiden Seiten gemacht werden, sondern was bei der Zuschussrente und auch bei der Mindestrente problematisch ist, ist, dass die eigenen Ansprüche voll angerechnet werden. Das ist ökonomisch falsch und das ist auch ungerecht, weil sich eigene Beitragszahlung nicht mehr lohnt. Und das ist sozialpolitisch falsch, weil es die soziale Spaltung verstärkt. Die linke Mindestrente ist, wie gesagt, nichts anderes als eine Sozialhilfe Deluxe und das reicht nicht. Was wir brauchen, ist eine Garantierente, mit der ein Mindestniveau in der Rente garantiert wird, das über dem Grundsicherungsniveau liegt, auf die die Menschen aufgrund ihrer Beitragszahlung ein Anrecht haben und die ohne Antrag und ohne umfassende Bedürftigkeitsprüfung zusammen mit der Rente ausgezahlt wird. Und die Garantierente muss so ausgestaltet sein, dass eigene Ansprüche und Eigenvorsorge auch zu einem höheren Einkommen im Alter führen. Das ist notwendig, um die Akzeptanz der Rentenversicherung zu sichern. Gleichzeitig brauchen wir präventive Maßnahmen, mit der die Menschen einen möglichst ausreichenden eigenen Rentenanspruch erwerben, um einen Bezug der Garantierente zu vermeiden. Dazu gehören Mindestlöhne, höhere Löhne insgesamt, unter anderem durch branchenspezifische Mindestlöhne und eine Eindämmung der prekären Beschäftigung. Hier sind wir uns mit der Linken in der Tendenz durchaus einig, auch wenn es da im Detail unterschiedliche Vorstellungen gibt. Da werden wir dann im Ausschuss noch mal drüber reden. Aber darüber hinaus wollen wir die Rentenversicherung zu einer Bürgerversicherung weiterentwickeln, gehen hier also weiter als die erwerbstätigen Versicherungen der Linken, wobei als erste Schritte bisher nicht abgesicherte Selbstständige in die Rentenversicherung einbezogen werden sollen und auch Minijobs wieder rentenversicherungspflichtig werden sollen. Und für Arbeitslose müssen wieder Beiträge gezahlt werden. Und last not least wollen wir die eigenständige Alterssicherung von Frauen stärken, auch ein Punkt, der in dem Antrag der Linken völlig fehlt. Durch diese Maßnahmen werden insgesamt unterbrochene Versicherungsbiografien geschlossen, eigene Ansprüche aufgebaut und die Finanzierung der Rentenversicherung auf eine insgesamt nachhaltigere Basis gestellt. Finanzierung, ist schon gesagt worden, taucht in dem Antrag der Linken überhaupt nicht auf. Da wird überhaupt nichts dazu gesagt, was das Ganze kostet. Letztlich ist das ein Sammelsurium von allen möglichen Einzelmaßnahmen, die alle zum Teil sehr teuer sind,
die zum Teil nicht zusammenpassen, widersprüchlich sind, nicht zu Ende gedacht sind und bei denen die Gegenfinanzierung völlig fehlt. Wir werden in absehbarer Zeit ein durchgerechnetes Konzept vorlegen einer grünen Garantierente und wir warten bis dahin gespannt auf das, was die Bundesregierung vielleicht dann noch vorlegt und vielleicht macht ja sogar mal die SPD einen konkreten Vorschlag und bis dahin bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Streck.